Hallo und herzlich willkommen zum Börsenlexikon bei Wirtschaft TV. Mein Name ist Sebastiano Schweizer und wir fragen uns heute, was sind denn eigentlich Fonds? Ob ihr da schon mehr wisst als ich, da haben wir nachgehakt. Hat auch mit Geld zu tun. Ich denke auch für Firmen, Geld anlegen, sowas in die Richtung, ja. Ich glaube, das sind mehrere Aktien, die zusammen von einem Manager geführt werden, woran man rein investieren kann. So eine Organisation oder irgendwas, so ein bestimmter Fonds für irgendwas, wo man Geld anlegt für. Wir befinden uns jetzt hier im Handelssaal von Tradegate und Daniel, erklär mir mal, was ist denn ein Fonds? Ein Fonds ist eine bestimmte Art der Geldanlage. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie einen großen Topf oder eine Schüssel. Jeder Anleger hat die Möglichkeit, in diesen Topf oder in diese Schüssel Geld einzuzahlen. Und ein Fondsmanager verwaltet diese Schüssel, diesen Topf mit Geld und investiert das Geld daraus in verschiedene Unternehmen, in verschiedene Aktien. Und daraus werden dann Gewinne erwirtschaftet. Nach deutschem Recht müssen auch mindestens 16 verschiedene Wertpapiere in einem Fonds enthalten sein. Worin besteht denn dann der Vorteil für Anleger? Der Vorteil für Anleger ist ganz klar, dass sie sich nicht aktiv um ihr Geld kümmern müssen. Denn dazu ist ja der Fondsmanager da. Das heißt, der Fondsmanager, der überprüft, welche Unternehmen vielversprechend aussehen und investiert in diese. Und des Weiteren, aufgrund der breiten Streuung in einem Fonds, das heißt aufgrund der verschiedenen Aktien, in die investiert wird, ist das Ausfallrisiko einzelner Aktien nicht ganz so groß. Wenn also ein einzelnes Unternehmen pleite geht aus diesem Fonds, dann habe ich als Anleger nicht mein ganzes Geld verloren, sondern nur einen kleinen Teil des Geldes. Und was genau ist dann ein Fondsanteil? Wenn ich Geld in einen Fonds investiere, bekomme ich dafür Fondsanteile und diese Fondsanteile spiegeln dann mein Eigentum am Gesamtvermögen des kompletten Fonds wider. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann klickt auf www.wirtschaft-tv.com.